Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was Besonderes für euch. Es geht nämlich um den größten Fehler von Gellert Grindelwald. Und hier muss man ja auch wieder direkt sagen, es ist ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es halt sehr viel umfangreicher ist als bei diversen Charakteren. Im Falle eines Grindelwalds muss man natürlich hier erstmal seinen Werdegang so ein bisschen analysieren und feststellen, was er denn alles falsch gemacht hat und wo das überhaupt angefangen hatte. In erster Instanz war er nicht wirklich der klassische Bösewicht. Bei Tom Riddle hätte man schon in jungen Jahren feststellen können, dass er sich zu etwas Schrecklichem entwickelt. Ja, hier und da haben das auch Leute mal gemerkt, aber sind wir mal ehrlich, Dumbledore hat auch irgendwo seine Augen verschlossen, als Tom Riddle offensichtlich die Kammer des Schreckens geöffnet hatte. Er hatte halt keine Beweise und er wollte sich halt selbst nicht moralisch so erheben, dass er irgendwie ohne rechtliches Zutun hier jemanden festnehmen kann oder ihn nach Azkaban entsenden kann. Und deswegen hat er sich dementsprechend zurückgehalten. Im Falle von einem Slughorn zum Beispiel ging es sogar noch weiter, dass er ihm noch verraten hatte, wie das funktioniert mit den Horcruxen. Und das war natürlich auch wieder ein immenser Schlag ins Gesicht. Aber bei Grindelwald hat sich das ganz anders angebahnt. Ja, er hat in jungen Jahren vieles rausgefunden. Er hat sich mit den Heiligtümern des Todes auseinandergesetzt. Und er hat auch in früher Zeit einen guten Freund gefunden. Mit Dumbledore hatte er einen der besten Verbündeten, den man nur haben kann. Ich meine, sind wir ehrlich, Dumbledore ist wahrscheinlich der mächtigste Zauberer, den wir jemals hatten. Der mächtigste Zauberer seiner Zeit auf jeden Fall. Deswegen muss man hier ganz klar sagen, in jungen Jahren so jemanden schon für sich zu gewinnen, ist eine immense Leistung. Manipulativ gesehen erstmal eine Glanzleistung und dann hätte er halt noch überzeugen können und das mit Gefühlen. Ja, Grindelwald neigt dazu, nicht seine Anhänger durch Angst zu kontrollieren, sondern tatsächlich durch Gefühle, durch Respekt, durch Liebe. Und diese empfindet man auch ihm gegenüber. Und das macht diese Anhänger von Grindelwald nochmal gefährlicher. Todesser, die so fanatisch sind, sind teilweise übermächtig geworden. Neben mir Barty Crouch Junior, der eine unglaubliche Aufgabe perfekt bewältigen konnte. Neben mir Bellatrix Lestrange, eine der begabtesten Hexen ihrer Zeit und unglaublich gefährlich. Diese beiden waren tatsächlich aus fanatischen und loyalen Gründen auf der Seite eines Voldemorts. Hier zum Beispiel bei Grindelwald hat man tatsächlich nur so eine Anhängerschaft aus solchen fanatischen Leuten. Und das ist, wie gesagt, deutlich gefährlicher. Diese Leute neigen dazu, ihr eigenes Leben nicht wertzuschätzen, sind leicht kontrollierbar, teilweise aber auch sehr mächtig. Aber sie sind halt bereit, sich immer aufopfernd zu verhalten und für das höhere Wohl zu dienen. Und das ist, wie gesagt, deutlich schlimmer. Das ist aber nicht irgendwie auf einen Fehler zurückzuführen, sondern eher auf eine Glanzleistung. Wie gesagt, sein Fehler ist ein komplett anderer gewesen und das hat auch nicht so viel damit zu tun, dass er grundlegend böse ist oder sonst irgendwas in dieser Hinsicht. Grindelwald hat seinen Werdegang sehr gut aufgebaut und hätte er obsiegt, wäre das deutlich gefährlicher geworden als bei Voldemort jemals. Voldemorts Herrschaft steht und fällt mit diesem Mann. Er ist das pure Böse, die pure Machtinstanz. Dennoch ist tatsächlich seine Herrschaft von ihm zu 100% abhängig. Die Todesser waren zwar einigermaßen organisiert, aber ohne dieses Angstregime hätten sie niemals funktionieren können. Anders Gellert Grindelwald. Grindelwald hat eine Idee in den Köpfen der Menschen reifen lassen, die so viel gefährlicher ist. Anfangs hatten Dumbledore und Grindelwald tatsächlich sogar recht damit. Ich meine, das höhere Wohl klingt nicht mal nach was Schlechtem, es ist aber ein so leicht korrumpierbares Motiv, wie es auch öfter mal in unserer Zeit stattfindet, sind derartige Leitmotive immer sehr leicht korrumpierbar und das macht das Ganze so gefährlich. Und hierbei muss man immer aufpassen, das höhere Wohl an sich sollte nur den Zweck erfüllen, zu verhindern, dass zum Beispiel der Zweite Weltkrieg ausbricht, zu verhindern, dass die Muggel die Hälfte der Bevölkerung irgendwie ins Elend stürzen, zu verhindern, dass auch Zauberer darunter leiden. Und das Ganze konnten sie auf eine gewisse Art auch bewerkstelligen. Sie haben dieses Ereignis vorhergesehen und sie sollten damit ja auch Recht behalten. Es ist tatsächlich Zauberern untersagt gewesen, am Ersten und Zweiten Weltkrieg teilzunehmen. Es gibt Leute, die haben sich da verweigert, unter anderem Newt Scamanders Bruder zum Beispiel, der trotzdem seine Wehrpflicht in dem Sinne erfüllt hatte, obwohl es wie gesagt eigentlich untersagt ist. Aber so oder so muss man hier trotzdem sagen, diesen Krieg hätte man theoretisch auch verhindern können. Grindelwald hatte zwar das als Leitmotiv und auch die Grundidee und hat es auch geschafft, diverse Leute zusammenzubringen mit unterschiedlichen Leitmotiven, nur immer unter dem höheren Wohl vereint. Und das sollte halt grundlegend schon den Zweck erfüllen, zu sagen, okay, ja, Zauberer sind nun mal mächtiger. Wie man das interpretiert, ob man das dann teilweise rassistisch auslegt oder korrumpiert, spielt in erster Instanz gar keine Rolle. Wir dürfen nicht vergessen, Dumbledore hat auch unter diesem Leitmotiv gelebt, deswegen war es in dieser Instanz noch nicht ganz so schlimm. Es war halt einfach nur eine Richtlinie oder eine Möglichkeit, sich irgendwie damit zu rechtfertigen, was man tut. Und das ist an sich auch kein Fehler gewesen. Hier wird es nämlich sogar erst spannend.
Bedenken wir nochmal, Grindelwald hat sich komplett abgesichert. Er hatte den mächtigsten Zauberstab. Er hat sich mit diversen Sachen auseinandergesetzt. Er hat sogar versucht, hier irgendwie ein Fairy zu erschaffen, was tatsächlich nicht gelungen ist, weil er das auch falsch verstanden hatte. Ist aber ein anderes Thema. So oder so, bei Grindelwald ging es wirklich darum, sich komplett abzusichern. Der Blutpakt war das letzte große Ding, wo er eigentlich hätte komplett sicher sein können. Und viele denken jetzt ganz nach dem Motto, okay, Dumbledore zu hintergehen war das größte Problem oder der größte Fehler, den man Grindelwald hier in die Schuhe schieben kann. Nein, tatsächlich ist es das nicht. Dumbledore zu hintergehen war nicht unbedingt ein Fehler. Es war tatsächlich eine Notwendigkeit. Irgendwann hat Dumbledore schon für sich erkannt, in welche Richtung sich Grindelwald gerade bewegt. Und er hat auch gemerkt, dass er sich so ein bisschen von ihm manipulieren lässt. Und er wusste auch nicht mehr, sind Grindelwalds Gefühle wirklich echt? Und auch bis zum Ende konnte er es nicht hundertprozentig sagen. Interessanterweise gab es nämlich nochmal ein Gespräch zwischen Harry und Dumbledore, was leider im Film so nicht stattgefunden hat. Aber hierbei hat man auch nochmal gemerkt, dass Harry halt hinzugebracht hat, dass Grindelwald nun mal bis zum Ende sich verweigerte, vor Voldemort preiszugeben, wo sich der Elderstab befindet, woraufhin ihn Voldemort dann ermordet hat. Und da hat Dumbledore auch nochmal gemerkt, okay, vielleicht war da doch eine gewisse Einsicht im Spiel. Und hier zeigen sich halt auch nochmal diese Gefühle. Und die ganzen Sachen, wo man Dumbledore auch kennt, da weiß man ganz genau, dass er immer an der Vergangenheit hängte. Er hat immer nachgetrauert, dass er den Ring benutzt hat und dadurch halt den Fluch auf sich gezogen hat, war ein Riesenfehler. Und das nur, um Ariana wiederzusehen. Und hier immer noch den Spiegel der Hecke so lange zu behalten, auch nochmal ein riesiger Fehler. Obwohl er hier ganz weise dahin gesagt hat, dass man sowas auf keinen Fall tun sollte, sondern lieber im Hier und Jetzt leben sollte. Und das war nicht unbedingt heuchlerisch, aber meistens halt aus der Sicht raus, dass er selber schon diese Fehler gemacht hat. Bei Grindelwald hingegen bestand der Fehler tatsächlich darin, sich selbst zu korrumpieren, interessanterweise. Wie gesagt, Dumbledore hat selbst eine Erkenntnis gewonnen und er hat sich eine andere Richtung entwickelt und die mussten getrennte Wege gehen. Grindelwald hat sich auch sicher gefühlt durch den Blutpakt und hätte Dumbledore nicht den kompletten Boss-Move gemacht und Grindelwald hier ausmanövriert, indem er Newt indirekt auf ihn gehetzt hat und indirekt in ganz vielen Anführungsstrichen, das ist nämlich der absolute Wahnsinn, im ersten Teil war das noch genial. Ich meine, dieser Blutpakt besagte wortwörtlich, dass er nur den Gedanken manifestieren muss, sich hier gegen Grindelwald zu stellen, woraufhin dieser Gedanke ihn wirklich die Luft nehmen würde. Und später dann hat man das komplett verworfen. Im ersten Teil noch war es aber genial. Newt hätte niemals die Intention gehabt, gegen Grindelwald direkt vorzugehen. Er ist einfach nicht der Typ dafür. Man kann Newt tatsächlich ohne die Möglichkeit mit einzuräumen, dass er gegen Grindelwald vorgeht, nach Amerika schicken, woraufhin bestimmte zufällige Ereignisse entstehen, die dafür sorgen, dass sie doch aufeinandertreffen. Und Dumbledore muss das irgendwie erahnt oder vorhergesehen haben, was meiner Meinung nach der genialste Move ever ist. Aber gut, so oder so, wie gesagt, Grindelwald fühlte sich bis zu diesem Zeitpunkt sicher. Und der einzige Fehler, den er wirklich gemacht hat und der ihm wirklich teuer zu stehen gekommen ist, ist, sich selbst zu korrumpieren. Der Fehler bestand null darin, in irgendwelchen Aktionen oder mit irgendwelchen Leuten oder sich mit irgendjemand anzulegen. Ganz im Gegenteil. Er hat perfekt kalkuliert. Er war geduldig. Er war auch irgendwo gütig auf eine Art. Und er hat immer alles genau beobachtet. Und er hat auch teilweise sich sehr lange zurückhalten können, nur irgendwann war er tatsächlich dann zu machtfixiert. Er hat die Erkenntnis für sich gewonnen, dass er selber einzeln an der Spitze stehen muss und nur mit ihm kann dieses System bestehen. Und das war das Problem. Anfänglich dieser Idee, dieser Grundgedanke, dieses Leitmotiv, das höhere Wohl, war tatsächlich eher eine Art von Aufschrei, eine Art von Bewegung. Später waren es aber dann Grindelwalds Verbrechen. Später stand dann alles so ein bisschen unter Grindelwalds Flagge und deswegen, da bestand halt, wie gesagt, darin der Fehler, sich selbst aus dem Schatten zu begeben. Als er aus dem Hintergrund raus agiert hat, konnte ihn keiner aufhalten. Man konnte ihn nicht aufspielen. Er konnte sich in Ministerien einschleichen. Er konnte hohe Positionen einnehmen. Niemand konnte ihm irgendetwas. Nur dann kam dieser Drang bei ihm, dieser kleine Funke von Arroganz, dieser kleine Ego-Funke, wo er beschlossen hat, sich dann doch ins Rampenlicht zu begeben, woraufhin dann halt nach und nach sein Kartenhaus eingebrochen ist. Und das war meiner Meinung nach sein größter Fehler, weil hätte er das nicht getan, hätte ihn, glaube ich, niemand aufhalten können. Selbst Dumbledore hätte nichts tun können aufgrund des Blutpaktes. Ich rede nicht von einer Kampfsituation, wo Dumbledore offensichtlich gewonnen hat, sondern wie gesagt, durch diesen Pakt hat er sich abgesichert und nicht umsonst hat man auch ganz klar nochmal ausgedrückt, der Einzige, der ihn überhaupt nur gegenübertreten kann, ist nun mal Albus Dumbledore. Deswegen wäre es für mich klar gewesen, hätte er sich zurückgehalten, hätte er nur diese Idee in den Köpfen reifen lassen, wäre es zwar unglaublich gefährlich geworden, es wäre eine Katastrophe, aber er hätte gewonnen, ganz klar.
Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wer bis hierhin zugeschaut hat, gerne mal Hashtag Tierwesen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Macht was draus.